Ja, Halleluja. Wir sind schon wieder in einem Eisenbahner-Match. Wann haben wir das hier eigentlich mal freigeschaltet? Oh Gott, das dauert ja ewig. Kills mit Nova-Bombe reduzieren die Abkürzer der nächsten Nova-Bombe. Ich glaube, wenn ich das habe, spiele ich nur noch leere Läufe. Der Sonnensänger ist cool mit Wiederbeleben und so, aber das bringt eigentlich nur wirklich was im Raid. Oder im Nightfall Strike, also im Dämmerungsstrike. Strike. Oh, geil, Rostlat. Absolute Lieblingsmap früher von mir. Aber das ist halt echt eine Close Combat, Shotgun, geile Map. Die einzige Sniper-Position sieht man hier gerade, unter einem. Das sind gegenüberliegende Seiten, da kann man einigermaßen snipern. Da vorne auch, bei dem komischen grünen Turm, kann man auch so runter zu B snipen, aber es ist nicht so richtig geil für die Sniper. Hölle. Das ist eigentlich echt eher so eine Shotgun-Map. Bravo, Team. Und eine verdammt coole MG-Map. Ich habe schon so viele Zeit MG-Serien zu kämpfen, gemacht, Hüter. so wie eben im letzten Erobert Video. alle Das war auch sehr Zonen. nice. Aber ich finde es schon mal allein gut, dass ich keine Erstschlag-depperten komischen Aufträge habe. Sondern einfach Ihr mal. habt Zone C eingenommen. Was macht denn er? Wo will er Führung denn hin, übernommen. bitte? Ja, jetzt werde ich halt meine Leidinger. Ich habe es auf dem Radar noch gesehen, aber da komme ich ja nicht mehr weg. Ich habe da gesehen, dass ich noch gesprungen bin, Der Feind aber hat fand ich Zone cool, wie er A da erobert. reingejumpt ist. Weiß Respekt. hat Zone B Einfach mal erobert. zwischen drei Gegner irgendwie voll rein. Kill und Assist. Nehmen wir. Das ist schon, hat schon meinen Respekt verdient, wenn man so da reinrennt. So wie ich jetzt hier. Mist, wo war denn der zweite Schuss? Hat er dem nichts abgezogen? Irgendwie scheinbar nicht. Aber das ist ja wieder dumm, mit Shotgun da reinzurennen, wenn die Gegner so weit weg sind. Keinen einzigen Headshot gemacht, aber ich habe noch Backup bekommen. Fand ich eigentlich, war relativ auf dem Kopf, aber. Aus dem Winkel nicht so wirklich, sah eher so aus. Zone B ist neutralisiert. Zone Ach B ja, eingenommen. was ist denn das? Teleport. Komm jetzt bitte mal. Jawohl, nice. Ey, teleportiert sich da durch und dann steht er mit der Shotgun neben dir. Das ist natürlich ein geiler Trick. Schön merken. Ich irgendwann hier teleporten aktiviert, dann mach ich das auch. Hab ich im Moment leider noch nicht. Ist nicht freigeschaltet. Ja, ein bisschen offensiver, Shotgun und so. Ja, Surus Regime glättet halt gegen die Sniper, wenn du so zu blöd bist, die einzusetzen. Mist. Ja, da haben wir noch jetzt. Rennt einfach weg, ist meine Granate. So, den haben wir auch. Upgrade für die Surus Regime haben wir auch. Da haben wir noch einen. Läuft, würde ich sagen. Jetzt holen wir uns mal A, wenn die uns B wegnehmen. Sorry, der ist im Menü, aber ich muss ihn trotzdem killen. Ja, beim 12-Minuten-Spiel musst du nicht ins Menü gehen. Und wenn du gehst, dann hast du Pech gehabt. Weil ich warte nicht darauf, dass du dann wiederkommst und mich killst. Ganz im Ernst nicht. Oh, das war so schlecht gerade. Nein, ich wollte gerade super machen. Ach komm, ich wollte doch weggehen, aber ich bin so langsam irgendwie. Nichts auf Agilität geskillt. Bisschen ätzend. Schwere Munition kommt. Oh, wartet Schwere auf mich. Munition. Oh, das ist so Zone A unfair. Ach neutralisiert. komm, weil ich eine Sekunde deinen Gegner noch killen wollte. Naja, gut, habe ich halt keine. So, jetzt, ich hole sie mir jetzt einfach. Naja, meine Rakete war besser. Habe ich jetzt wesentlich schwere Munition von dem bekommen oder auch nicht? Das war ja nice. Kommt da angespielt und haut uns um. Keine schwere Munition da bekommen von dem. Der den nicht gehabt. Ist ja schon interessant. Naja, gut. Aber ich sag ja, das Winner-Team hier. Winner-Team. Ha, Raketen, Leute. Kjellauern auch noch wahrscheinlich. Weiß nicht genau. Ich wollte gerade sagen, wenn ich das Zone verliere, ey, A da hab ich ja ist sicher. meilenweit vorher Totale geschossen. Kontrolle. Gute Den hab Arbeit. ich ja instant gesehen. Das wäre jetzt echt krass gewesen, das zu verlieren.
Teams, Teammates, was macht ihr so? Er läuft an ihm vorbei. Ich fand eigentlich auch, dass er es ganz gut gemacht hat. Weiß nicht, warum die Schwertbrecher ihn nicht killen wollte. Ich will nochmal eine Zeitlupe anschauen, ich bestimmt daneben geschossen. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Mich sah es so aus, als wäre ich drauf gewesen. Da hinten bei euch ist ein Gegner. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Okay, ist doch kein Gegner, hab ich gehört. Jetzt will jemand Zone B, das lassen wir uns natürlich nicht gefallen. Feind hat Zone B erobert. Ist schon mal tot. Zone C verloren. Was ist denn da los? LOL, was hast du dir gedacht? Da habe ich auch noch ein Radar, also darf ich auch noch ein Wörtchen mitreden. Zone B ist neutralisiert. Ja, stehen wir direkt in meiner Granate drin. So ist recht. Zone B eingenommen. C verlieren wir. Ne, C haben wir schon verloren. Ich kann nicht mitbekommen. Ah, fuck. Das ist nur zu lange in dem Super gefangen. Komme ich nicht weg, aber ich habe ihn mitgenommen. Also was soll's. Kill ist Kill. Scheiß auf die Death. Hauptsache wir machen einen Kill. Wir liegen ja eh vorne, von daher. Das war gut. Haha! Nice. Jetzt hat ihn der Dritte, hat ihn. Das war aber auch echt gut von uns. Wie wir da irgendwo hingeschossen haben. Hab's gar nicht mehr gecheckt, wo der ist. War mir auch schon viel zu schnell. Ich bin gerade gespawnt. Lass mich erstmal atmen. Ja, die holen wir uns jetzt mal. Jetzt brauche ich sie auch mal dann. Bitte nicht nehmen, warten bitte. Ja, okay, passt. Haben wir geschafft. Wie sieht's aus? Chemical Clack ist AFK. Straight by Justice kommt. Da hinten kommt noch einer. Sniper 205. Passt, Leute. Da oben ist direkt einer. Ja, was hast du denn vor? Willst du jetzt hier durchteleporten oder was? Das wird doch nicht funktionieren, da kommt noch einer. Lol. Lollig. Wieso haben wir denn B eigentlich verloren? Oh, Leute. In den Fuß geschossen. War das schlecht. So kann man halt die schwere Munition auch vertun. Das war richtig schlecht. Ah, die Scheißgranate, ich muss mal hier weg. Noch 5 Minuten. Assist, Mann. Immerhin Assist. Verlieren wir das jetzt eigentlich noch? 16.000 zu 9.000? Sieht nicht so aus. Wir können uns schon mal C irgendwie holen. Schon ein bisschen lächerlich, dass sie jetzt beide Flaggen haben, wenn sie so weit hinten sind. Beide Zonen oder wie auch immer das nennen. Wo ist der? 2,2. Was mal jetzt? Zone C neutralisiert. Ey, dieses Teleporten ist doch voll für den Arsch. Was willst du denn da machen? So schnell ist mein Stick gar nicht, dass ich da noch rumgehen kann. Der ist dann einfach weg. Da kann ich dann nichts mehr machen. Ist vorbei. Zone C eingenommen. Ja, nice. Zone B. Jetzt bashen sie uns noch am Ende. Bringt ihnen halt nichts mehr. Lass mal uns sterben. Ja, wir haben gerade noch so, gekillt. Was er super gemacht hat. Ich war eng. Und zwei da belagert. Da unten ist noch einer. Ja, immerhin Assist. Nehmen wir, haben wir auch nicht so wirklich gut gespielt. Erstmal regenerieren sollen. Shotgun kommt jetzt hier gar nicht mehr zum Einsatz. Super, habe ich aber noch einmal vielleicht, wenn ich Glück habe, wenn ich noch ein paar Kills mache. Das ist ein Massaker. Ach komm, ich war noch. Jawohl. Komm, super. Komm. Nee, es wird nichts mehr. Zone C neutralisiert. Wie will man das jetzt eigentlich, wenn man das erobern nur? Ha, geil. Das war natürlich nice. Haben da angerauscht. Jetzt bin ich nicht mehr Erster. 4065 Punkte. Na ja, Gott. Scheiß drauf. Hat's da gewonnen. Haben uns auch nicht ganz so glorreich, haben uns nicht angestellt. Schon wieder zwei Akku. Jetzt leere Läufer. Blüte. Was ist das denn?
Mit 3 Kills mehr haben wir verloren. Oh ja, was kriegt er? Scout-Gewehr, oder? Ein Meisterschützenwaffe, die Lords des Eisenmanns eigenhändig im Feuer geschmiedet haben. Gelions Untergang. Wenn der Zielvorrichtung dieser Waffe bleibt, ist Radar aktiv. Ja, geil. Präzise Kills mit dieser Waffe verbessern die Nachladezeit enorm. Das hört sich ziemlich geil an. Und noch Lichtpartikel, den bräuchten wir eigentlich. Aber wir kriegen 1 Gramm. Das ist auch gut. Fast wie ein Lichtpartikel. Nice, ja. Jetzt gehen wir erstmal raus, wo die Zeit schon abgelaufen ist. Danke erstmal fürs Zuschauen. Vielleicht schauen wir danach noch eins, vielleicht auch nicht. Ihr werdet auf jeden Fall noch Videos von mir kriegen. Ob ihr wollt oder nicht. Bis dahin. Ciao, ciao.